Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Obscuritas. Und ich habe eine ganz kleine Aufnahmepause gemacht. Es ist immer noch derselbe Tag, deswegen habe ich auch wieder die gleichen Klamotten an. Oh. So, weiter geht's. Es ist nämlich schon etwas später und ich hatte Hunger. Und da habe ich kurz was gegessen und jetzt weiß ich wieder nicht. Ach ja, wir sind jetzt wieder im Wald. Okay, alles klar. Okay. Okay, und meine Haare, die ziehen schon wieder überall durch das ganze Headset durch. Und das ist echt ein bisschen blöd. Okay, so, ja, ich habe ein Problem mit meinen Haaren. Ist okay, Mann, mobbt mich nicht deswegen. Okay, so, da ich jetzt wieder Musik gehört habe und wieder... Ach, bitte die. Alles nur nicht die Vogelscheuche, das ist so eklig. Okay, meine Nase, die hat kurz gekroppelt. Ach Mist, ich hätte die auch nochmal eincremen müssen. Weil wenn man nämlich schnaubt, wird nämlich die Nanni wund. Und ich weiß schon wieder nicht, wo ich hin muss. Okay, ich habe keine Batterien mehr. Wir müssen jetzt im Dunkeln hier durchrammeln. Was war das schon wieder so ein Abkacker? Sarah! Oh Gott. Große Fläche. Okay, okay, wir sind safe, wir sind safe. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wo ich schon wieder hin muss hier. Es ist schon wieder so richtig eine verzwickte Situation. Okay. Lass mal kurz meinen Schal richten. Ja, ich weiß, ich fummel so oft mit meinen Haaren rum. Checkpoint! Woo! Was? Eine Achterbahn? WTF? Aha, okay. Oh, das ist echt so scheiße dunkel hier. Ich bin bestimmt schon... Huch! Oh Gott! Huch, sagt sie! Huch! Oh Gott, jetzt habe ich so in das Mikrofon gebrüllt. Widerlich. Guten Tag. Ach, guck mal, hier kann man... Hoch, hier kann man rein. Guten Tag. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, das macht 2 Euro, bitte. Ah, nee, es ist ja Hotdog. Eine Hotdog-Stand. Ich hätte gerne einen Hotdog, bitte. Ja, danke. Ein Hotdog-Stand. Alles klar. Kein Problem. Mein Gott, Batterien wären mal gut. Eklig. Okay, da kann man rein, aber okay, wir müssen hier rein. Alter, WTF, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich weiß es nicht. Aha. Ach, guck mal. Ohne Strom wird das wohl nicht funktionieren. Höchstwahrscheinlich, liebe Sarah. Ach, guck mal einer an. Okay. Wir sind also auf einem Jahrmarkt oder auf einem Jahrmarkt oder eventuell auf einem Jahrmarkt. Aber das weiß man natürlich nie. Oh, Gott sei Dank.
Okay, oh Mann, meine Haare, die ziehen so. Okay. Okay, so. Da muss ich jetzt höchstwahrscheinlich wieder zurück und um den Strom zu aktivieren, weil wir ja hier nicht so direkt weiterkommen. Und da hoffe ich einfach mal, dass der Strom jetzt nicht allzu weit weg ist. Guck mal, wir können uns aber einen Hotdog gönnen. Dankeschön. Yummy. Okay, ich kann ja noch das Licht anmachen. Guck doch dann auch nicht so dumm zurück, Mann. Oh, du bist auch manchmal so eine Truller. Ah, dann schreist du wieder, wenn der Vogelscheuche kommt. Also ich kann mir jetzt eigentlich nie vorstellen, dass wir jetzt nochmal zurückrennen müssen, oder? Ach, guck mal an, hier ist ein Haus. Ach, guck mal, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ach, guck mal, die habe ich auch vorhin gar nicht gesehen. Ach, guck mal an, ja. Wir haben Strom. Kann ich hier? Und okay, wir können anscheinend in das Haus rein. Aber wir haben Strom. Das ist schön. Oh Gott, jetzt bewegt sich das hier. Hallo? Na? Also können wir jetzt mit der Achterbahn fahren? Was? Lass mich in Frieden. Ich möchte nur Spaß haben, bitte. War hier jetzt was? Okay, wenn ja, dann habe ich es verpasst. Es kann natürlich auch sein, dass ich mir das was eingebildet habe. Ach, warte mal, inne. Ey, Moment, wir müssen dahinter, glaube ich, oder? Muss ich das jetzt bloß so aktivieren? Guck mal, wenn, dann setzen wir uns ganz vor, falls wir fahren können. Okay, wir können nicht fahren. Okay, wir können nicht fahren. Okay, ich dachte, wir können fahren, oder ist bloß an einer Stelle offen? Okay, ich dachte, wir können fahren. Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay. Spannung steigt. Wow. Was war denn jetzt? Können wir das mal bitte einer erklären? Was war denn jetzt los? Hä? Oh Gott. Oh, jetzt muss ich wieder das ganze Scheiß machen. Hä? Warum bin ich jetzt gestorben? Weil ich konnte nicht mal was drücken. Musste ich rausjumpen oder was? Lass mir aber bitte einen erklären. Traf ich nie. Okay, ich brauche jetzt eigentlich das Licht nie anmachen, weil jetzt müssen wir ja eigentlich wohin. Können uns ja nochmal schnell einen Hotdog gönnen dann unterwegs. Zack. Ja, jetzt traf ich nie, warum ich jetzt gestorben bin.
Musste ich noch irgendwas anderes aktivieren? Musste ich mir erst einen Schutzanzug kaufen? Danke. Jum, jum, jum. Raff ich nie. Ist ein bisschen mysteriös. Oder hätte ich woanders mich hinsetzen sollen? Aber das ging ja dann automatisch. Ich habe ja versucht, draußen mich hinzusetzen. Ohne Strom wird das wohl nicht funktionieren. Wirklich nie? Oh no. Was tun wir da jetzt? Ich weiß es nicht. Das ist ja brühe, das muss mir mal einer erklären. Dann, wenn ich dann jetzt nochmal sterbe, dann habe ich keine Ahnung. I don't know. 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 Okay. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt schon wieder dran vorbeigelaufen, aber nö. Nein. Okay, so, ich gucke jetzt einfach mal, ob ich in dem Haus hier was machen kann. Aber ich komme hier nicht rein. Nö. Okay, gut. Hätte ja sein können. Aber da kommt... Nee, da ist es... Nee, kommt da nicht rein. Na gut. Dann versuchen wir einfach... Noch einmal. Und dann achten wir einfach drauf, ob wir... Aber ich konnte ja nicht mal was... Ich kann ja hier nichts drücken oder so, weißt du? Dass man sich dann duckt oder sowas. Oder? Nee, geht aber springen. Kann ja was springen hier. Hopp, hopp, hopp. Ducken kann ich mich ja nicht. Nö. Okay. So. Dock auf die Fahrt. Okay, also ist das so random, wenn Sarah kommt. Na gut, dann versuchen wir einfach noch einmal zu fahren. So, weil ich kann ja hier nirgendwo was anderes machen. Ich kann hier vorne nicht rein. Ich kann nirgendwo rein. Es geht dann automatisch. So. Jetzt geht das zu. Ich kann nichts drücken. Warum bin ich gestorben? Warum? Okay, gut. Okay, keine Panik auf der Titanic. Vielleicht bekommen wir es ja jetzt hin. Warum gehe ich immer so nah ans Mikro? Ich weiß es nicht. Okay, gut. Dann schauen wir einfach jetzt mal, ob wir jetzt eventuell sterben. Wäre natürlich blöd. Vielleicht das Licht auslassen? Warum? Ich kann doch nichts drücken. Ich weiß nicht mal, wann ich gestorben bin. Hola. Hola, hola. Wo bist du denn? Ich verstehe das nicht. Warum bin ich gestorben? Okay, also muss ich höchstwahrscheinlich entweder erst was anderes aktivieren oder ich muss mir eine Waffe besorgen und dann einfach mal losballern, wenn ich da oben bin. Ich habe keine Ahnung. Oder muss ich rausspringen oder... Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt wieder sterbe, dann... warte mal,
ich weiß gar nicht, wo ich jetzt langgelaufen bin. Muss ich hier eventuell mal lang? Wir können ja mal hier langlaufen. Wenn ich jetzt wieder hier ran, muss ich mir mal merken, dass ich wieder zurücklaufe. Oder muss ich mich dann mitdrehen? Also sprich, wenn der rechts fährt, dass ich mich dann nach rechts drehe. Ja, das kann ich mir wohl nicht vorstellen. Das ist irgendwie jetzt gerade ein bisschen blöd. Ja. Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Ach so. Okay, also anscheinend auf den anderen Weg. Okay, gut. Okay. Das macht nichts. Wir können ja dann einfach auch wieder zurücklaufen. Macht ja nichts. Ich wollte ja sowieso auf den anderen Weg dann hin, wenn das jetzt der Jahrmarktweg gewesen wäre. Wir dürfen jetzt bloß nicht vergessen, jetzt hier irgendwann mal links abzubiegen. Weil wir ja sonst hier zurücklaufen. Also hier. Gut. Okay, so, dann schauen wir jetzt einfach mal, ob wir... Na gut, bin trotzdem noch top motiviert. Ach, guck mal, wie heißt er denn? Okay. Okay, und jetzt sind wir ja wieder hier. Ist das Witzige, ich weiß ja nicht mal, woran ich gestorben bin. Wenn ich wenigstens wüsste, mir kommt irgendwas ins Gesicht geflogen oder... Irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, woran ich gestorben bin. Ich habe es nie gesehen. Ich sehe das nicht. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich muss ich mich dann doch so... Aber der ist ja gerade gefahren. Das kann ja auch nicht sein. Er ist ja runtergefahren. Dann kam ja eine Kurve und dann ist er ja gerade da durch die zwei Büsche gefahren. Aber ich kann mir ja nicht vorstellen, dass mich der Busch umbringt. Und wenn doch, dann... Oder ich darf nicht mit der Achterbahn fahren, aber ich komme ja nirgendwo anders rein. Und die Sarah, die gibt mir ja den tollen Tipp, dass es ja ohne Strom nicht funktioniert. Das bedeutet also, dass das auch eventuell kaputt ist vielleicht. Und ich das Ding erstmal reparieren muss, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil Strom hier... Ohne Strom wird das wohl nicht funktionieren. Genau so. Und nicht mit dem Hinweis, das Ding braucht Strom, plus es muss repariert werden. Und darüber komme ich ja nie. Ich kann ja nicht darüber jumpen. Wisst ihr, wie ich meine? Könnt ihr meiner Logik folgen? Okay, wir können ja den Strom mal anmachen und dann können wir nochmal gucken, ob wir irgendwas anderes hier finden, weil an irgendwas muss es ja liegen, logischerweise. Wir können ja dann nochmal in der Bockwurstbude gucken, ob dann irgendwas mit Strom an ist oder funktioniert oder... Weil sonst... Ach scheiße, bin ich jetzt schon wieder vorbeigelaufen? Ach nee, guck mal, hier ist es ja. So, jetzt geht ja aber der Strom. Es kann ja natürlich jetzt auch sein, dass ich jetzt hier noch irgendwas machen muss, aber... Nee, der Strom funktioniert. Sieht so aus, ob der Strom funktioniert. Na gut. Macht nichts. Wir können gucken, ob wir noch irgendwas anderes hier aktivieren können. Vielleicht hier bei dem. Also die krallen ihn, ne? So. Wie klar mir das war.
So, hier ist der Bockwurststand. Hier ist auch nichts. Es wächst Gras in dem Bockwurststand. Hoch, ich komme nicht mehr rein. Hallo? Ah, es ist jetzt höher geworden durch den Strom, ne? Da sind dann die... So, wer möchte einen Hotdog oder einen Hamburger? Wir haben alles im Angebot. Nein, Sarah haben wir heute leider nicht im Angebot. So, hier können wir ja auch nichts machen. Und woanders können wir nicht hin. Was ist das? Achso, wahrscheinlich für das Geräusch oder so. Ich weiß es nicht. Okay, ich komme hier rein. Oder die bringen mich um, weil ich nicht bezahlt habe. Das kann natürlich auch noch sein. Karneval. Ha, 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 ha. Ne, ich muss hierher, aber ich... Ich habe jetzt aber keine Lust, dass ich... Ich weiß es nicht, ich weiß aber auch nicht, wie spät das hier ist, ob die mir Hinweise gibt. Darüber komme ich aber nie.